kümmerliche Vorstellung. Eine wunderschöne aber ich bring dich weg. Ich bring dich woanders hin. Sehr gut. Ich dachte schon, ich müsste hier verrecken. Ich bring dich weg. Gut. Ich bring dich hier weg. Alles ist besser, als hier von Tieren gefressen zu werden. Ich bring dich weg. Gut. Ja, dann kommt mal mit, Freunde. Zeit für einen Spaziergang. Immer wenn ich diese Quest hier mache. Oh je. Muss ich immer an dieses GameStar-Video denken, wo sie da nicht über die Brücke rüberkommen, über diese Holzbrücke. Die haben sich gerade schon wieder von ihrer besten Seite hier gezeigt. Naja, mal gucken. Wir werden schon irgendwie heile ankommen. So macht man das. Ganz genau. Armselige Kreatur. Wo kommen alle her? Ich muss die Scavenger da plündern. Wir haben wieder fast unsere ganzen Mana-Tränke verbraucht. Das geht immer so schnell. So, die Waage lasse ich mal zufrieden. Das erste. Elendes Drecksvieh. Abgebrochen. So, du kannst auch rantreten hier. Komm mal ran. Zack. Hirsch, der kann überleben. Wenn er das denn möchte. Oh, da ist ja noch ein Lurker. Dem hast du's gezeigt! Diese Lache. So, alle noch da? Diesem GameStar-Video, da war ja genau diese Stelle hier, wo sie dann einfach nicht rüberkommen wollten. Aber hier schaffen sie es. Wahnsinn. Der blanke Wahnsinn. Am besten du erledigst das selbst. Du solltest meinen Rat annehmen. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Kann ich die da nicht abgeben? Ich bin beschäftigt. Hä? Kann dir doch egal sein. Riemann? Zeig mir deine Ware. Oh je. Als wenn das so einfach wäre. Ja, was mache ich jetzt mit euch? Morgen Freemann will euch nicht haben. Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Hä, komisch. Das ist das erste Mal, dass ich diese Quest irgendwie nicht abschließen kann. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ja, wenn ich so weitermache, wird das nie was. Zu Anok muss ich die doch nicht bringen, oder? Weil ich habe doch mit Freemann gesprochen. Er meinte doch, der gibt mir... Ist das dein Ernst? Der gibt mir 100 Gold. Silden braucht deine Hilfe. Verdammt, ich weiß. Was soll ich machen? Ich komme hier jetzt nicht weg. Geh zu meinem Bruder Inok und richte ihm aus, dass er sich ab jetzt um die nötigen Dinge kümmern muss. Ja, so wie immer halt. Ne? Keiner möchte Verantwortung übernehmen.
Ja, das ist jetzt komisch, ne? Mit den Sklaven. Was mache ich denn jetzt mit denen? Ist das dein Ernst? Ich will die doch jetzt nicht für immer dabei haben. Hey Mann. Was machen wir denn jetzt? Als wenn das so einfach wäre. Ja gut, Freunde, dann wartet hier. Warte hier. Sicher. Für immer und ewig. Warte hier. Sicher. Warte hier. Sicher. Wenn er so weitermacht, wird das nicht. Warte hier. Sicher. Ich denk drüber. Hä? Ich bring dich weg. Gut. Warte hier. Sicher. Warte hier. Sicher. Ich bring dich weg. Gut. Ja, okay, irgendwie fixt das das auch nicht, wenn ich die mal warten lasse und dann wieder vielleicht mich einmal wegteleportieren. Warte hier. Sicher. Einmal wegteleportieren und dann wiederkommen. Ich weiß nicht, ob das das jetzt in Ordnung bringt. Hör bloß auf mit der Scheiße. Die Quest habe ich doch. Oder? Ja. Aber das ist das erste Mal, dass ich das Problem habe. Weil die konnte man doch sogar im Hauptspiel schon damals lösen, als das noch richtig verbuggt war alles, oder nicht? Deswegen wundert mich das jetzt stark. So. Ja, diese Höhle ist ja auch ziemlich leer hier. Ist nichts Gutes. Goblin-Schamane hat sogar überlebt. Ganz knapp. Ja, es wäre schade, wenn die Quest verbuggt ist, weil die bringt ja auch richtig viel Ruf bei den Rebellen, ne? Das wäre ja noch der mieseste Punkt daran. Ich meine, wir können ja gleich nochmal hinlaufen und gucken, ob sich da was ergibt. Aber erstmal sieht es jetzt nicht gut aus. Ach so. Der ist ja jetzt hier hinten und arbeitet hier. Am besten du hältst dich darum, es kommt noch schlimmer. Danke, dass du mich bei Zapotik verpfiffen hast. Jetzt bekomme ich jeden Tag 10 Stockschläge und muss für ihn die Drecksarbeit machen, damit er nicht zu Umbra rennt. Ich bin jetzt sein verdammter Privatsklave. Das wirst du mir büßen. Komm her, Bürschchen! Oh, er will mich mit dem Besen angreifen. Es tut mir doch leid. Normalerweise konnte man ja ihn verpfeifen und dann ihm noch sagen, dass die Orks das jetzt wissen mit den Sklaven.
Junge, der ist aber ganz schön stark. Ich finde das so geil, dass er mit dem Besen angreift. Er bringt nur 50 Erfahrung. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Klar, das ist gut reden. Irgendwann ist auch das vorbei. Oh, der Ork da klar. Ein paar Schwierigkeiten. Ich glaube, der steckt mit seiner riesigen Hellebarde fest. In der Decke. Ich habe damit kein Problem. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Oh, mein Kopf! Dein Bruder Anok kann dir nicht helfen. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles alleine schaffen soll. Naja. Trotzdem danke für deine Hilfe. Ja, ich kenne übrigens Umbraks Geheimnis, ne? Ich kenne Umbraks Geheimnis. Und? Was ist es? Ein mächtiges magisches Artefakt? Im Krieg war Umbrak ein besonders brutaler Feldherr. Alle meiden seinen Zorn, um nicht so wie seine Kriegsopfer zu enden. Aha. Darum folgen sie ihm immer noch. Umbrak muss sterben, sonst werden wir niemals frei sein. Was ist mit dir? Traust du dir zu, Umbrak zu töten? Er ist ein Ork, kein Halbgott. Gut. Dann werden wir dir folgen, Fremder, wenn du das Zeichen gibst. Ja, das machen wir schon. Was kann denn schon groß passieren? Am besten du hättest. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich habe damit kein Problem. Ja, was mache ich jetzt mit den. Mit den blöden Sklaven da? Versuche jetzt nochmal hinzugehen. Aber die Quest scheint verbuggt zu sein. Das ist doch normalerweise auch die... Also ich wüsste nicht, was ich diesmal anders gemacht habe. Also ich hatte doch die Quest... Also... Dann habe ich mit Freemann gesprochen. Der hat gesagt, ich gebe dir 100 Gold. Und dann habe ich die abgeholt. Also eigentlich alles wie immer. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Sind die jetzt noch hier oder sind die jetzt... Ja, die stehen da noch, okay. Der Mann hat einfach keinen Bock. Ich bring dich weg. Gut. 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 Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich bring dich weg. Gut. Ich versuche nochmal aus der Sichtweite zu laufen. Glaubst du wirklich? Mit Freemann nicht mehr nachgeladen ist. Eigentlich ist das ja jetzt hier schon, ne? Klar, warum nicht? Der letzte Scheiß. Ja. Tja, keine Ahnung, was ich jetzt mit euch machen soll, Leute. Das gibt doch nur wieder Ärger. Was mache ich jetzt mit denen? Jetzt wird ja bis zum Ende des Spiels dann stehen, dass die weggebracht werden. Am besten du erledigst das selbst. Was ist, wenn ich mich hier einfach wegteleportiere, zum Beispiel nach Okara? Und dann gehen wir jetzt nochmal nach Silden zu den Rebellen. Ich weiß nicht, ob ich hier jemals langgelaufen bin. Hier irgendwas? Ich glaube, ich bin hier wirklich noch nie lang gelaufen. All den Jahren. Und das müsste doch voll die gute Abkürzung sein.
Das ist ja voll die krasse Abkürzung. Das ist ja hier schon. Am besten, du erledigst das selbst. So, letzter Versuch, Freunde. Ich bring dich weg. Gut. Ich bring dich weg. Gut. Oder warte mal, steht in der Quest irgendwas anderes? Okay, da steht gar nichts. Als wenn das so einfach wäre. Ich bring dich weg. Gut. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich bring dich weg. Gut. Du solltest meinen Rat annehmen. Ich bring dich weg. Gut. Ja. Wenn man bitte. Oh. Waffe weg. Steck endlich die scheiß Waffe weg. Warum nicht? Ganz wie du willst. Komm mal mit, Freemann. Bleib stehen. Bist du so dumm, dass du hier nicht durch kannst? Vielleicht helfen ein paar ordentliche Schläge, damit er wieder zur Besinnung kommt. Der letzte Scheiß. Meine Sklaven greifen ihn sogar an. Oh shit. Shit. Warte mal. Das Gold kann ich gut gebrauchen. Die Waffe nehme ich mal lieber mit. Es läuft nicht so, wie es sollte eigentlich. Leck mich. Wir sprechen. Der eine Sklave hat jetzt die helle Bade genommen. Auf die Kleinen. Bleib stehen! Das Gold kann ich gut gebrauchen. Die Waffe nehme ich mal lieber mit. Oh, mein Kopf. Ist das dein Ernst? So, haben wir uns wieder beruhigt jetzt alle? Hast du nichts zu tun? Ich finde das so geil, dass dieser Sklave jetzt die helle Bade genommen hat. Das hätte ich dir vorher sagen können. Nächstes Mal mache ich dich fertig. Wenn er so weitermacht, wird ja, okay, das hat trotzdem nichts gefixt. Vielleicht vergessen? Das gibt doch nie wieder Ärger. Was war das? Ah, Junge. Ja, keine Ahnung, Leute, was ich jetzt mit euch machen soll, dann... dann wartet jetzt für immer hier. So, ich habe gerade im Internet geschaut und man muss wohl die Quest von Zapotec auch annehmen und dann kann man sie erst abgeben. Warum auch immer, aber anscheinend ist das so. Dann probieren wir das jetzt noch. Die Logik dahinter erschließt sich mir jetzt nicht, aber gut. Wenn das die Lösung ist, dann ist das ja schön. Wäre auch schade, wenn man die ganze Erfahrung und den Ruf gerade nicht bekommt, ne? Ich hatte mir auch überlegt, dass wir gleich einmal zum guten Runak gehen und gucken, ob wir da vielleicht eine Waldläuferrüstung kaufen können. Also so eine Druidenrobe. Weil ich hätte echt gern langsam mal eine Robe, ne? Wir haben ja sogar schon Roben verbessern gelernt. Und ein Magier braucht eine Robe. Und eine Robe braucht einen Magier. Ich werde dir deine Sklaven zurückbringen.
Nein, das wirst du nicht. Töte sie. Alle fünf. Nur so werden die anderen Sklaven wieder gefügig. Okay. Also wenn das jetzt die Lösung ist, dann ist das sehr überraschend. Weil gerade die Quest sorgt ja dafür, dass man... Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich eine Quest annehme, dann finde ich das immer so unbefriedigend, wenn sie da ist und ich sie nicht lösen kann oder will. Und in diesem Fall will ich ja die Sklaven retten und will sie gar nicht töten. Wenn man alles machen will, dann kann man sie sogar retten und danach noch töten, aber irgendwie ist das sehr dumm. Naja, vielleicht hat das jetzt das Problem behoben, wir werden sehen. Das wäre echt schön. Dann gehen wir einmal zu Runak. Dann würde ich gerne nach Nordmar. So, Freunde. Ich bring dich weg. Gut. Schade, dass ich nicht sagen kann, kommt alle mit. Ich bring dich weg. Gut. 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 So, bitte, bitte, bitte. Es geht wirklich. Okay. Ich habe hier einen flohenden Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. Ich habe hier einen flohenden Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. Ich habe hier einen flohenden Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. Ich habe hier einen flohenden Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. Ich habe hier einen flohenden Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. So, sorry, musste kurz einen Cut machen. Ja, die Sklaven sind abgegeben. Das ist doch schön. Eine Sorge weniger. Dann gehen wir jetzt einmal zu Runak. Und wenn wir da eine Rohre kaufen können, wäre das schon schön. Vielleicht hat er auch einen Stab. Magische Stäbe habe ich noch nicht gelernt, ne? Aber wir sind bald wieder Level Up. Wobei es auch dumm ist, diese Stäbe zu kaufen. Die sind irgendwann alle in den alten Truhen. Ja. Vielleicht kann Runak mir auch Schlösser öffnen beibringen. Weil Runak ist doch der mächtigste von den Druiden. Der könnte dann vielleicht was wissen. Im Bereich der Adanos-Magie. Alter, was ist hier gerade mit diesen Rucklern? Boah, ich hätte so Bock. Alter, was geht hier ab? Was sind das für komische Ruckler? Ich würde so gern die ganzen Bisons wegfeuern, aber ich traue mich nicht. Sind heftig. Gemacht? Alter, die sind ja fast tot mit. Wenn ich die hier auf den Kopf treffe. Schade, dass man in Gothic 3, das habe ich ja schon mal irgendwann angesprochen, so wenig Zauber hat, ne? Ne. Was willst du denn? Geh weg. Brauche ich noch ein
Hacken altes Wissen mehr und dann würde ich die auch mit zwei Schüssen wegklatschen. Ja, das war ein Kopftreffer. War gut. So, hier sind die Trolle. Also Urviecher habe ich gut weggemacht. Haben wir ja Nemora gesehen. Aber Trolle, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Bei denen kann ich keinen Kopftreffer machen. Nein, der Schaden ist trotzdem gut. Der jetzt noch dran. Ah ne, das war eine schwere Truhe hier auch. Schade. Das ist eine Metalltruhe. Wenn ich gerade schon mal hier bin, dann könnte ich eigentlich da oben mir dieses Schattenzepter noch holen. Ich glaube, das kann man sogar benutzen und sich in so einer Nebelwand dann verstecken. Da kann man auch wieder zaubern. Können dann die anderen Gegner nicht sehen. Ich glaube, hier machen wir einfach mal einen Trick. Oh shit. Das ist gar nicht, doch. Trick 17. Oh, nice. So, da ist das Schattenzepter. Mal kurz ausprobieren, nicht, dass ich da irgendwelchen Schmu erzähle. Aber doch, das geht. Und dann macht man diesen Nebel und da können dann die anderen nicht sehen, da kann man auch Zauber casten. Gut. Vielleicht können wir dann nochmal irgendwann beischauen. Ich würde erstmal nur zu Ronak wollen. Shit, hier sind überall Wagen. Einkaufswagen. Oh, da sind viele Wagen. Oh. Nicht gut. Ohohoho. Ja. Oh. Zack. So, sind die Orkis noch hier? Was geht bei euch?
Was machst du hier? Ich bin im Auftrag des obersten Schamanen in Geldern, Grog, unterwegs. Ich soll nach Druiden suchen und ich werde nicht ruhen, bis ich den ganzen Wald hier durchkämmt habe. Hauptsache, man kriegt einfach Erfahrung. Ah, ich will ihm gar nicht helfen. Die sind aber auch echt doof, ne? Nie hat einer von der Klippe runtergeguckt und diese Hütte hier gesehen. Einige Probleme erledigen. Was macht denn dieser? Weg mit der Magie! Ja, verschwinde von hier! Kerlchen. Hallo? Dunkel sind die Wolken über den Wäldern Myrtanas. Wer sucht mich in dieser Stunde auf? Ich bin... Ah, du bist es. Der Entscheider. Du kommst in der Zeit, da wir deine Hilfe brauchen. Wer bist du? Mein Name ist Runak. Ich bin Druide, der Älteste. Und manche behaupten, ich sei auch der Stärkste. Zeig mir deine Ware. Das ist das Wichtigste. Mist, der hat auch keine Druidenrobe. Wieso haben die denn nichts? Das ist so enttäuschend. Die Druidenrobe, die finde ich, die sah immer cool aus. Wieso nennst du mich den Entscheider? Der Krieg der Götter tobt seit Anbeginn der Zeit. Innos und Belia streben nach der Herrschaft über die Welt. Was hat das alles mit mir zu tun? Du bist auserkoren, den Krieg der Götter zu entscheiden. Adanos selbst hat dich von jeglichem Einfluss der anderen Götter befreit. Du allein hast die Macht, nach deinem freien Willen zu entscheiden, auf welche Seite du dich schlägst. Erzähl mir mehr über den Krieg der Götter. Adanos wollte, dass die Bewohner der Welt allein über ihr Schicksal entscheiden. Alle, ob Menschen oder Orks, sind jedoch dem Einfluss ihrer Götter unterworfen. Die Völker der Welt kämpfen im Namen ihres Gottes um den Sieg. Dieser Kampf dauert an, bis eine Seite geschlagen ist. Schlaf kann er mir beibringen und zähmen. Aber keinen Schloss eröffnen, leider. Bring mir etwas über alte Magie bei. Am besten du erledigst es selbst. Du brauchst meine Hilfe? Wir Druiden werden gejagt vom Tier, das die Welt eroberte. Kein lebender Mensch kann uns vor den Orks wirklich schützen. Nicht einmal die Waldläufer. Nur du, der Entscheider, vermagst diese Aufgabe zu meistern. Was kann ich tun? Aus Geldern sind Orks gekommen. Und haben sich weiter oben, in den Wäldern verschanzt. Sie sind gekommen, mich zu töten und mich meiner Macht zu berauben. Du musst sie aufhalten, sonst bin ich verloren. Was wollen die Orks von euch Druiden? Sie wollen unsere Druidensteine. Jeder Druide trägt einen anderen Stein bei sich. Sie sind uns von Adanos selbst verliehen worden und geben uns unsere Macht. In meinem Druidenstein wohnt die Kraft des Schattenläufers. Ich will deine Macht erlernen. Ich kann dich gerne unterweisen. Allerdings nur unter einer Voraussetzung. Ich habe gehört, dass Druidenjäger in den Süden von Geldern entsandt wurden. Töte Gunok, den Anführer des Druidensuchtrupps. Dann werde ich dir zeigen, wie du die Macht der Druiden einsetzen kannst. Ja gut. Dann machen wir mal die Orks hier oben platt. Ganz ehrlich, ne, die Orks sind halt wirklich unfähig. Die haben es auch eigentlich nur verdient, umzukommen. So dumm, wie sie sich hier anstellen. Oh oh. Das war krass. Der Bollock ist einfach im Sitzen gestorben. So, Westen von Myrtana. Gefahr für die Stadt entdeckt. Du brauchst zu lange für den Droiden. Nemrock schnauzt hier schon die Söldner an, weil die wegen irgendwas nicht auf Patrouille gehen wollen. Mach mit dem Droiden
endlich kurzen Prozess und schau dir einmal die Karte an. Bei der Markierung haben die Speer irgendein großes Vieh gesehen. Es soll Ähnlichkeit mit einem Gargoyle haben. Nimm deine Männer und erledige das Vieh. Ja, das wird er wohl nicht mehr machen. Der Druidensuchtrupp der Orks ist Geschichte. Du hast uns Druiden einen großen Dienst erwiesen, Entscheider. Nimm dies als Zeichen meines Dankes. Also ich meine, ich könnte so einen Druiden, ne, auch verprügeln und dann seinen Stab klauen. Das könnte ich auch. Naja, aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter, ne? Was ich versuchen könnte, wäre, zum Kloster der Feuermagier in Nordmar zu gehen und da eine Robe zu bekommen. Oder eben in die Wüste zu den Wassermagiern, aber ich wollte ja eigentlich zu Xardas, um herauszufinden, ob der jetzt irgendwas zu sagen hat. Ja, dann würde ich vielleicht das jetzt machen. Dann gehen wir jetzt zu Xardas. Nimm den Pass. Basilden. Versuche auch alle stehen und liegen zu lassen. Wir versuchen einfach mal zu Xardas zu kommen. Das ist zwar eigentlich nicht so die feine Art, wie ich spielen möchte, aber vielleicht ergibt sich darüber ja dann mehr mit den Hauptquests. Ansonsten muss ich dann auch wenn ich das eigentlich nicht mag, vielleicht mal in die Komplettlösung gucken, wenn es eine gibt von dieser Mod. Schauen, wie das eigentlich gedacht ist hier. Oh, bin ich gerade falsch gelaufen? Ach, Nordmar gibt es ja auch richtig viele Wege, ne? So dachte ich immer, es gibt nur den Pass bei Silden und dann den bei Faring, aber selbst bei Faring sind schon 2, 3, hier oben sind richtig viele, weil man ja auch, habe ich gar keine richtige Karte? Naja, auf jeden Fall, hier oben, hier sind auch richtig viele verschiedene Pfade. Und das ist die Ruine, wo Falscher Candela und der andere Jäger sind. Xardas könnte mir vielleicht auch was über Magie beibringen, ne? Das ist das ja hier so. Und dann würde ich bei ihm die ganzen Sachen lernen. Sowas wie Schlösser öffnen, Mana-Regeneration. Schlösser-Regeneration, Mana öffnen, solche Dinge. Ja, normalerweise hätte man jetzt zu diesem Zeitpunkt schon eine viel bessere Rüstung. Wir laufen immer noch mit diesen Lumpen, den Piraten-Klamotten. Noch mehr Schrate. Und zwar ganz harte. Die Mucke hier ist so geil, ne? Dann macht er es wieder kaputt. Geh doch weg. Für die Mucke. Ey, wir töten die erst alle und dann. Obwohl.
Lasst uns kurz lauschen. Einfach geil. So, ist hier nicht auch ein Ogre eigentlich? Doch, da ist er doch. Der gute alte Hütten-Ogre. So, Zeit um aufzutauen, Kumpel. Bin schon froh, dass hier bei dieser Mod nicht ganze Zeit die Gothic 3 Kampfmusik kommt. Also es kommt die Gothic 3 Kampfmusik, aber die Alternativkampfmusik und nicht dö. Ich könnte auch zum Wolfsclan versuchen, dort einen Teleporter zu finden, aber das Problem ist, Teleporter, die wurden ja irgendwie immer woanders hingelegt in dieser Version, ne? Ja, Herr Ogre. Ja, ganz schön viele. Schwarze Goblins One Hit? Nee. Leider nicht. Ja, gleich keine Mana-Tränke mehr. Ich muss einfach laufen. Ja, laufen. Shit. Boah, ein bisschen Angst. Welle ist ja super gut. So. Hey, wieso ging ja einer durch? Naja, wir können ja beim Wolfsclan pennen gehen. Mittlerweile habe ich sogar eine ganz passable Ortskenntnis in Nordmar. Aber wir reden später mit denen. Wenn mich jemand anspricht, ist okay, aber sonst... Nö. So, wichtig ist... Teleporter ist weg. Geil. Teleporter ist einfach weg. Ja, deine schwere Truhe könnte ich knacken. Ah, ein Fremder. Bist du hier, um dir eine gute Klinge zu kaufen? Was hast du anzubieten? Ich habe zwar länger keinen Nachschub bekommen, aber ein paar gute Klingen habe ich noch. Zeig mir deine Ware. Ja, irgendwie überzeugt mir das jetzt nicht so. Aber ich habe hier noch ein paar fantastische Klingen für dich. Da kannst du noch richtig was lernen hier. Handwerkskunst. Deinesgleichen sucht. Habe ich noch einen Schlafzauber?
kluges Kerlchen. Hat nicht genug Mana, warte mal, wir gehen mal schlafen. Er bleibt die ganze Nacht einfach so stehen. Boah, ich muss Schlaf lernen und dann können wir unendlich Gold scheffeln. Abgebrochen. Abgebrochen. Weil wir dann die ganzen Waffen klauen können. Das ist eine verdammt gute Sache mit Schlaf. Das habe ich schon wieder ganz verdrängt. Hey, du! Hast du nichts zu tun? Wieso? Was ist los? Du siehst nicht so aus, als wenn du besonders beschäftigt wärst. Das ist los. Was machst du hier? Ich bin Proviantmeister des Clans. Alles, was die Jäger ins Lager bringen, wandert zu mir. Ich entscheide, wie es verteilt wird. Wenn jemand was braucht, kommt er zu mir. Was machst du mit dem Zeug, das die Jäger bei dir abgeben? Kommt drauf an. Das Fleisch wird geräuchert für schlechte Zeiten. Die Felle werden gegerbt oder weiterverkauft. Und der Rest? Erstmal in die Truhe. Wer weiß, wann wir es brauchen. Was gibt's zu essen? Fleisch. Es gibt immer Fleisch. Das gibt Muskeln und ordentlich Speck auf die Rippen. Die Flachländer essen zu viel Grünzeug. Die können hier oben niemals überleben. Interessante Theorie. Mehr als das. Es ist die Wahrheit. Gemüse macht dich dünn und schlaff. So überlebst du keinen Schneesturm. Was hast du anzubieten? Warum sollte ich dir was geben? Wer hier nicht mithilft, den Clan zu versorgen, der bekommt auch nichts. Schmarotzer können wir hier nicht gebrauchen. Was brauchst du? Die Holzfäller vor dem Dorf brauchen was zu essen. Nimm dir 5 Bärenschinken aus der Hütte und bring sie zum Camp der Holzfäller. Wenn das getan ist, sind wir im Geschäft. Mhm. Hast du zufällig einen Teleporter für mich? Also wenn ich jetzt hier keinen Teleporter habe, das wäre jetzt kein Weltuntergang, das wäre schon schade. Der Bogi sieht ja krass aus in dieser Version. Was willst du? Lass mich allein. Was ist los mit dir? Ich bin alt und müde. Ich spüre, dass er gekommen ist. Geht's ein bisschen genauer? Es ist Zeit für die letzte Jagd. Letzte Jagd? Was meinst du damit? Meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde bald sterben. Warum solltest du? Ich bin Druide und Jäger. Und ich spüre es. Ich kenne die Anspannung während der Pirsch. Und das berauschende Gefühl, wenn die Beute gestellt ist. Aber jetzt bin ich satt und müde. Die Pirsch ist anstrengend und der Sieg schmeckt schal. Es ist vorbei. Andere sind schneller, stärker und hungriger als ich. Es ist der Lauf der Natur. Die Alten und Schwachen werden gefressen. Du stehst auf diese Jagdgeschichte, oder? Das verstehst du nicht. Ich habe den weißen Hetzer besiegt. Seitdem bin ich kein einfacher Jäger mehr. Ein Teil von mir ist Wolf. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Du bist also ein Wolf. Das musst du mir erklären. Es gibt viele Namen für Menschen wie mich. Die meisten nennen uns Druiden. Aber kein Name kann erfassen, was es bedeutet, ein Teil des Tieres zu sein. Du weißt nicht, was es bedeutet, als Wolf durch die Wälder zu streifen und das Blut deiner Beute zu riechen. Alles ist einfach. Es gibt nur dich und deine Beute. Du kannst dich in einen Wolf verwandeln? Ja. Der Sieg über den Hetzer hat mich verändert. Ich bin Träger des Wolfsteins. Er verleiht mir meine Fähigkeiten. Kann ich mit dir handeln? Geh zu Rune, dem Proviantmeister. Er wird sich um deine Wünsche kümmern. Kannst du mir was beibringen? Ja, ich weiß alles über die Jagd, was es zu wissen gibt. Was ist das für ein Stein? Er ist mein Erbe. Bevor ich aufbreche, um in den Wäldern zu sterben, werde ich ihn an meinen Nachfolger übergeben. Dann ist alles getan, was getan werden muss. Wie bekomme ich den Stein? Töte den Hetzer und du wirst mein Nachfolger, der neue Hüter. Warum gehst du nicht? Ich warte. Auf wen? Auf meinen Nachfolger. Er ist noch nicht gekommen. Wer ist dein Nachfolger? Der den weißen Hetzer tötet.
Ich werde den Hetzer töten. Viel Glück. Sei vorsichtig. Sonst wirst du schneller zur Beute, als dir lieb ist. Wo finde ich den Hetzer? Ich spüre, dass er noch weit entfernt ist. Weit, im Norden. Wenn du würdig bist, wirst du ihm begegnen. Wer in drei Göttern Namen ist der weiße Hetzer? Er ist ein Wolf. Größer, stärker und schlauer als ein normaler Wolf. Der unbeirrbare Jäger. Er kommt, weil es Zeit ist, einen neuen Hüter des Wolfsteins zu suchen. So, so. Ja, gut. Hätte ja gehofft, dass du auch irgendwas zu handeln hast. Du ein Teleporter? Das Turm sieht man schon gut von hier. Grim, hast du einen Teleporter hier? Aber eigentlich will ich noch gar nicht so jetzt so offiziell nach Mordmar, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will eigentlich nur Mr. Xardas. Laufen wir einfach mal. Beste Abkürzung. Gar nicht gefährlich. Hätte auch eigentlich mit diesem Jäger laufen können. Der wollte ja zu dieser Hütte hier. Aber ich laufe einfach mal. Ich könnte zu Hanson gehen. Shit. Mag die weißen Säbelzahntiger. Fällt gerade auf. Dass ich ja gar keine Mana-Tränke mehr habe. Das war richtig dumm, einfach hier jetzt hinzugehen. Muss auf jeden Fall hier nochmal pennen gehen. Willst du ein Stück Fleisch? Die Grauhaar ist ein bisschen verbuggt. Okay. Hier. Es geht. Was polterst du hier rum? Du vertreibst noch das ganze Wild. Sorry. Wieso lebst du hier draußen? Ich bin Jäger für den Wolfsclan. Aber ich habe keine Lust, ständig ins Dorf zu rennen. Die meiste Zeit bin ich hier draußen. Wenn ich genug Felle zusammen habe, bringe ich sie ins Dorf. Ansonsten tausche ich mit herumreisenden Nordmarern. Herumreisende Nordmarer? Wer kommt denn hier vorbei? Ab und zu bekomme ich Besuch von dem einen oder anderen Jäger. Meistens sind aber die Orktöter des Feuerclans hier unterwegs. Hast du Tauschwaren? Ein bisschen was habe ich immer da. Vielleicht kannst du ja was gebrauchen. Was machen die Orktöter hier? Sie jagen Orks. Außerdem gibt es hier eine alte Grabhöhle. Dort schauen sie nach dem Rechten. Erzähl mir was über die Grabhöhle. Dort liegt irgendein Held aus grauer Vorzeit. Ich habe keine Ahnung wer. Wenn du mehr wissen willst, solltest du zum Feuerclan gehen. Wo ist die Grabhöhle? Östlich von meiner Hütte, in der großen Bergwand. Was kann man hier jagen? Hirsche. Das Plateau ist der beste Ort in ganz Nordmar für die Hirschjagd. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Wie viele Hirsche soll ich erlegen? Am besten alle. Ich wollte noch zum Wolfsclan. Soll ich eine Lieferung mitnehmen? Warum eigentlich nicht? Hier, diese Eiswolffälle müssen zu Rune, dem Proviantmeister. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der letzte, der diesen Schwarzmagier aufsuchen wollte, war ein Paladin. Ich schätze, das war kein Freundschaftsbesuch.
Es war vor allem kein langer Besuch. Der Weg unterhalb meiner Hütte führt dich hin. Du musst hoch in die Berge. Sein Turm liegt oberhalb des alten Innersklosters SD, Andar. Natürlich ist es seit dem Einfall der Orks eine Ruine. Wenn du ein Stück rohes Fleisch hast, kann Grauhaar dich hinführen. SD Andar? Ist Grauhaar dein Wolf? Er gehört nicht mir. Er ist freiwillig hier. Aber du hast ihn abgerichtet. Auch nicht. Er ist mein Freund und Begleiter. Ich zwinge ihn zu gar nichts. Aber er ist sehr klug und versteht alles, was man ihm sagt. Du solltest ihm aber ein Stück rohes Fleisch geben. Du verstehst schon, warum. Weil ein Wolf ist? Zeig mir deine Ware. Ried. Ja, ja. Mal hier in deiner Hütte pennen. Ich stelle mir das so gemütlich vor, ne? Also, ich hätte hier schon alles zugemacht, ne? Also solche Bretter, die nicht dicht sind, das muss ja fürchterlich durchzugeben. Aber an sich stelle ich es mir sehr gemütlich vor in so einer Holzhütte. Im Winter, im Wald. Ne? Stelle ich mir gut vor. Den haben wir noch erwischt. Der beste Jäger. Der Jäger mit der Eislanze. So nennt man mich. Blub. Zack. Zack. Moment, wo ist noch ein Hochlandhirsch? Noch mehr geben. Er ist bestimmt irgendwo. Da ist er. Hey, das war auch noch nicht der letzte. Da ist er. Aha. Was brauche ich eigentlich um Felle? Ah, 125. Ich würde eigentlich ungerne Jagdgeschick lernen. Aber es wäre schon sinnvoll, eigentlich Felle ziehen und sowas zu können. Ich habe alle Hirsche erlegt. Heftig. Bist ein wirklich guter Jäger. Ich hoffe, du hast ihnen das Fell abgezogen. Kriegst eine Menge Gold dafür. Nö, kann ich nicht. Sorry. Kann ich doch gar nicht. So, Grauhaar, möchtest du mich bringen? Bring mich zum Turm von Xardas. Kann ja was werden ohne Mana-Trinke. Muss unbedingt, wenn ich bei Xardas war, so eine Tour machen zu allen Alchemisten und mir da ganz viele Mana-Trinke besorgen. Nur Geld habe ich ja. Shit, ich greife die Wölfe nicht an. Sehr, sehr gut. Mal, vielleicht greift er die auch nicht an. Lass sie mal. Muss nur die Goblins töten. Da komme ich nicht dran vorbei. Habe ich euch One-Hit mittlerweile? Ah, leider noch nicht. Für Arbeit Grauhaar, so lobe ich mir das. Zack. Nice. Goblin-Überfall. Naja, ich würde sagen, wir gehen dann in der nächsten Folge weiter. Mit Grauhaar
zu Xardas. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ne? Tschüss.